zusammen und willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Ja, es kann weitergehen. Ich habe gerade in den Aufnahmen gehört, dass sich das Mikro immer noch relativ komisch anhört. Es ist so ein bisschen so ein leichter Hall, glaube ich, drin oder sowas, aber das kann ich jetzt im Moment leider nicht verhindern. Das tut mir sehr leid, aber immerhin habe ich schon mal ein bisschen bessere Aufnahmequalität. Das ist doch immerhin schon mal etwas. So. Dann wollen wir uns doch mal ein bisschen weiter umgucken hier. Jetzt haben wir hier natürlich wieder jede Menge Fliesen. Das kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen gerade. Hier auch. Okay, hier ist eine Wand. Ah ja. Hä? Hier oben überhaupt wer rum? Moment, ich muss erstmal ganz kurz die Audio so ein bisschen höher stellen. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Cool. Ah. Okay, kleinen Moment, ich starte das Spiel eben neu. So, hey zusammen, willkommen zurück. Ich musste leider gerade da vorne schnellstens abhauen, weil ich an einer Stelle gespeichert hatte, die nicht gerade sehr positiv war. Da kam nämlich gerade, wie ihr seht, eine Wache entlang. Okay, aber jetzt kann das von mir aus weitergehen. Denn jetzt höre ich auch endlich wieder was. Das war vorhin, weil ich noch ein Spiel über Steam am Downloaden war. Da hat er hier so ein bisschen dezent rumgespackt. Okay, lösche ich die Lampe jetzt auch noch? Nee, ich lasse es. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Das heißt, hier oben läuft tatsächlich doch eine Wache rum. Das ist nicht ganz so förderlich gerade. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo der herläuft und wo er hinläuft. Vor allem, upsi. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Besser. Ich mal schnell speichern, weil der letzte Schnellspeicherpunkt war irgendwo ziemlich weit unten. Jetzt mal ganz gewagt und latsche einfach mal mittendurch. Und zack. Bin ich im oberen Teil von dem Garten anscheinend. Oh mein Gott, hier kann man sich echt verlaufen. Das ist der Wahnsinn. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Ach du Scheiße. Nein. Ich bleib erstmal am Ausgangspunkt, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der ist. Hört ihr dieses Geräusch? Okay. Ja, eine Tür im Boden. Oh. Schnell. So. Tür mal wieder zumachen. Ups, jetzt habe ich gerade was gegessen. Macht aber nichts. Weg damit. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier unten an das Gold rankomme. Danke sehr. So, wenn ich mich nicht ganz irre, ist hier auch ein Loch im Boden. Oh Mann, ey. Okay, ich speichere mal ganz kurz und dann versuche ich mal darüber zu jumpen. Puh, das war ganz schön knapp. Ach, hier komme ich natürlich wieder nicht rein. Damit auch nicht. Habe ich irgendeinen Schlüssel, der mich da durchbringt? Ein Key, noch ein Key. Ah, bingo. Ach toll, hier lande ich wieder hier. Quasi da, wo ich angefangen habe, okay. Bringt mir ja sehr... Na gut, ich bin der Meinung, das hängt falsch rum, aber... Wenn er meint... Sieht aus wie Runen. Ich glaube, hier waren wir gerade, oder? Waren wir hier gerade? Das lässt sich herausfinden. Au! Oh, fuck! War das eine Druckplatte oder was? Ja, das ist eine Druckplatte. Puh! Da haben wir aber ganz schön viel an Gesundheit eingebüßt jetzt. Super. Das war natürlich... Das lief nicht ganz so wie geplant, Leute. Das ist eine echt gemeine Sache hier. Nee, in dem Gang waren wir nicht. In dem Gang waren wir definitiv nicht. Das
war ein dunklerer Gang, glaube ich, auch weiter unten, oder? Was? Ach ja, stimmt. Ach nee, Quatsch. Kriegen wir durch Futter nicht auch Gesundheit wieder, eigentlich? Bling. Oh, noch ein Healing Potion, das ist sehr schön. Kann ich gut gebrauchen gerade. Guck ich mal, ist es hier dunkel? Ja, es ist dunkel. Das hört sich an, als würde hier unten, hier oben an der Längs laufen, aber sieht nicht so aus. Ich sehe zumindest keinen und vor allem würde es sich meiner Meinung nach auch gar nicht lohnen, hier oben irgendwelche Wachen aufzustellen, wenn der hier 100.000 Fallen hat. Moment. Ja, hier war auch keine Tür. Was haben wir hier? Ah! Upsi. Das war nicht ganz so schlau. Okay, schnell wieder hoch. Oh. Hier war das Loch. Und jetzt. Meine Güte. Hier waren wir schon, richtig? Ja, hier war das, wo es zurückging. Okay. Hier war der Raum. Da will ich nicht nochmal rein. Ist der da unten lief? Ja, dachte ich mir. Die Tür löst die Falle da hinten aus. Was ist das denn hier jetzt? Ein leerer Raum? Na toll. Dann war zumindest ein guter Platz, um sich zu verstecken. Würde ich mal sagen. Und ein schöner Ausgangspunkt, um zu speichern. Okay, weiter geht's. Ach. Was ist, wenn ich die Tür wieder zumache? Oder war das nur jetzt dieses dreimal? Ich glaube, das war nur dreimal die da. Oh, ja, nice. Wo wir gerade noch von dem schönen Speicherplatz hier gesprochen hatten. Hat doch was. Gut, wenn der tatsächlich hier vorbeikommt, würde ich sagen, warten wir einfach, bis der hier längs läuft. Jetzt hat er hier oben tatsächlich Wachen aufgestellt. Mann, ist das nervig. Der Typ ist etwas zu übervorsichtig, finde ich. Nerv nicht, lauf einfach. Dankeschön. Nein, such doch nicht. Lauf einfach weiter, Mann. Don't worry, I'll find you. Ach ja, ja. Wie wär's mit einer Mine? Turn around, Autsch, autsch. Ich wär für eine Mine. Ja auch? Ich wär dafür. Ach, ich hab doch noch eine Flash-Bomb-Gedönsens. 4 Minen noch. Ich probier's mit der Flash-Dingsbums. Also mit der Blitzbombe. Ich glaube, so heißt es doch auf Deutsch, oder? Ah, davon habe ich auch 4 Stück. Sehr geil. Hi. Ja, du komm, jetzt beeil dich wenigstens ein bisschen. Come out and fight me. Nö, 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 nö. Ja, nee, ist klar. Jetzt läuft er natürlich weiter. Ja, dann kommt doch auch endlich. Bäm. Bäm. Ha. An dieser Stelle vielen Dank an Gorgas für den Tipp mit den Blitzbomben. Beim letzten Mal habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Aber er meinte auch, wenn ich jetzt schon Blitzbomben verwenden, beziehungsweise wenn ich jetzt schon Blitzbomben habe, dann sollte ich die doch vielleicht auch verwenden. Dann muss ich die nicht unbedingt töten, sondern kann sie einfach alle niederknüppeln. Okay, wenn das Ding hier jetzt endlich mal Ruhe gibt, kann ich mich auch hier ein bisschen näher umsehen. Autsch, autsch, autsch.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese dämlichen Fallen einfach nur hasse? Ich weiß, ich mal ein bisschen näher oben gucken wäre vielleicht auch mal ganz sinnig. Aber nein, nee, ich doch nicht. Das sieht aus, als könnte man da hoch. Kann auch sein, dass ich mich vollkommen irre, aber das ist mir jetzt egal. Ich will das herausfinden. Achu. Ha! Wusste ich's doch. Man kann hier hoch. Tada! Lustig, ich brauche eigentlich nur 500 und habe schon fast 1000 zusammen. Finde ich aber gut. Finde ich echt gut. Okay. Jetzt mal ein bisschen mit offeneren Augen durch die Weltgeschichte laufen, mein Freund. Sonst werden wir die Sache hier echt nicht überleben. Oh, upsi. Ich werde im Laufe dieses Spiels noch eine Aversion gegen Pflanzen entwickeln. Ich sehe das kommen. Ein Papierchen. The City Tribute. A woman from Shellbridge who was acquitted of charges of robbery in a city court last week has been kidnapped by members of the Order of the Hammer. The woman is apparently being held in squalid conditions in Craigslav prison. The Hammerites did not. Also offensichtlich wird von den Hammeriten eine Frau aus Shellbridge festgehalten. In diesem Craigslav-Gefängnis. She hath sinned in the builder's eyes, and thy slothful laws had touched her not at all. Ja, gut, in ihren Augen hat sie wohl gesündigt und wird deswegen da festgehalten. Naja, über Ansicht lässt sich ja bekanntlich auch streiten. Oh. Okay. Ja, ihr seht die ausgefallene Architektur in so einem Trautenheim. Ich würde sagen, das ergibt relativ wenig Sinn hier alles. Hi. Jemand hier? Nein. Ach, hier sind wir wieder bei den. Bei den silbernen Fackeln. Und den Pilzen. Also war ich hier doch schon. Also zumindest in diesem Gang. Ja, hier ging es nämlich hoch. Und hier geht es nicht weiter. Doch, hier muss es weitergehen. Ich habe hier jede Menge Schlüssel, die ich ausprobieren kann. Der nicht. Der blaue passt zu allem, kann das sein? Muss genau weiter hoch. Noch mal ganz kurz schauen, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Da geht es noch hoch. Bin ich ja dann doch mal ein bisschen neugierig noch. Oh. Holy shit, wie soll ich denn da vorbeikommen? Komm ich doch nicht ran, Mann! Wenn ich mich jetzt nach vorn beuge, dann werde ich doch von den. Aua! Von den Dingern getroffen. Klar, wusste ich doch. Na, wenn du mich jetzt hier suchst, dann bist du auf jeden Fall derjenige, der tot ist. Oh, ich komme tatsächlich da dran, ohne dass ich jetzt hier direkt gegrillt werde. Ist ja genial. Okay, und wie komme ich jetzt daran vorbei? Autsch, das war klar. Ich renne natürlich direkt rein. Naja, was soll's. Wer auch immer mich da gerade gesucht hat. Hier? Jemand? Hallo? Ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, wenn ich jetzt versuche, jede einzelne Ecke in diesem Haus hier zu erforschen. Aber eigentlich habe ich ja schon richtig Bock drauf, muss ich sagen. Weil das ja einfach so eine geniale Mission ist.
Finde ich zumindest. Gerade weil sie so kurios aufgebaut ist einfach. Ah, da ist er. Du willst doch nicht etwa hier rein. Mein Freund, du willst doch nicht... Dankeschön. Puh. Okay, Moospfeile habe ich leider keine mehr. Das heißt, ich muss warten, bis der Typ hier sich von dannen schleicht. Und dann kann ich eventuell ganz vorsichtig hier längs schleichen. Okay. Bin gespannt, wo das hier hinführt. Anscheinend ist das ein ziemlich schwieriges Schloss. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Oh Gott. Noch mehr Treppen. Holla die Waldfee. Eine weitere Tür vor einer Wand. Ah, es ist so dunkel. Ohne Witz, es ist so furchtbar dunkel. Ich sehe überhaupt nichts gerade. Na, jetzt wieder. Aber gerade eben war es so furchtbar dunkel. Ah ja. Tische an der Decke. Und Lampen an der Erde. Also am Boden. Warte mal hier. Hä? Da ist noch eine Treppe. Kennt ihr diese, diese ganz, ganz berühmten Bilder von den Surrealisten, die irgendwie so, so überhaupt keinen Sinn ergeben mit den zerfließenden Uhren? Und hier Salvador Dali ist, glaube ich, der berühmteste. René Magritte, ich liebe Surrealismus. Surrealismus ist einfach so eine geniale Kunstart. Aber hier, das hier erinnert mich immer wieder sehr daran, muss ich sagen, weil das ist so, so der Inbegriff des Surrealen. Das ist einfach so, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Einfach überhaupt nicht. Ja. Ach so, hier gibt's... Ach, hier. Ah, ich glaube, hier bin ich schon bei dem Schwert. Aber das wollte ich doch gar nicht. Oh mein Gott, ich weiß hier überhaupt nicht, wo ich bin, geschweige denn, wie ich irgendwie wieder zurückkomme. Okay, einmal hier. Autsch. Okay, Heiltrank. Ich weiß, ich bin heute etwas sehr gewagt, was meine Akrobatikkünste angeht, aber ich bin mir auch nie so sicher, wo ich her kann. Beziehungsweise, wo ich her muss. Muss. Müssen hier mal sowieso gar nichts, aber ich glaube, hier komme ich her, oder? Hier? Da? So? Ja, ne? Ja, das war diese ganz dunkle Ecke, genau. Bin ich hier hoch oder bin ich da runter? Man ist sich unschlüssig. Dieser Typ hat einen gesamten Garten in seinem verdammten Haus. Ach nee, hier war das Teil. Okay. Ja, es tut mir leid. Ich bin mit meinem Orientierungssinn heute etwas auf Kriegsfuß. Eigentlich wie immer. Aber warum liegt hier eigentlich überall Fliesen? Ach, das ist... Oh, ja, genau. Wie gesagt, hier wollte ich noch nicht hin. Irgendwas lacht doch hier. Kurios, kurios. Bin ich jetzt blöd? Wie komme ich wieder zurück? Mann, oh. Den Weg runter, oder nicht? Oder hoch? Oder was? Ich würde gerne wieder zurück in das Haus. In das ganz normale Haus. Da längs. Kann das sein? Offensichtlich nicht. Oh, merkt ihr es ja, ich habe mich schon wieder verlaufen. Es ist zum Kotzen. Ey, lass mich da durch. Wo
Oder ich beende das Level doch ganz schnell und hole mir jetzt direkt dieses dämliche Schwert. Ach, ich weiß es nicht. Mann. Hier war doch diese verfluchte dunkle Ecke. Hä, hier geht's überhaupt nicht weiter. Doch, da geht's weiter. So, dass ich einfach mal hier überhaupt nichts gesehen habe. Gehen wir einfach mal hier weiter. So, da und hier. Badam, badam, badam. Nichts. Ja, da werde ich jetzt nicht nochmal runterspringen. Ey. Komm schon, wir schaffen das. Gemeinsam können wir das. Nein, anscheinend nicht. Gibt's hier? Nein. Okay, sehr schön. Wasserpfeil, dunkel machen. Dankeschön. Dieses ekelhafte Lachen. Ich wollte eigentlich gerne noch mal raus in den Garten. So ein bisschen frische Luft schnappen und so. Hä, hier ist ja noch so ein Ding. What? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da geht's ganz schön tief runter, kann das sein? Möchte ich da hin? Ich glaube nicht, dass ich da hin möchte. Ja, jetzt weiß ich leider immer noch nicht, wo es weitergeht. Oh, da ist jemand. Okay. Solange der mich nicht belästigt, ist ja alles gut. Nein. Oh nein, das ist doch jetzt nicht ernsthaft eine Sackgasse. Oh, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, ich weiß. Ich wusste nicht, dass das eine verdammte Sackgasse ist. Doch, tue ich aber. Geht's hierher zurück? Okay, ich bin der Meinung, dass ich hier hochgerannt bin. Aha, Bingo. Ach, so schön, ich habe den Rückweg gefunden. Okay, schnell wieder zurück ins Haus. Mann, war das ne... Hey, aber ich wollte gerade sagen, ich habe die Tür doch eben aufgemacht. Okay, hier war irgendwo noch so eine andere kuriose Tür. Oh. Ja, ich hab's, ich weiß, ich bin der Beste. Oh, la 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 la. 1, 2, 1, 2. Gibt's hier irgendeinen Weg, den du nicht laufen kannst? Ja, den hier wahrscheinlich. Au, hier ist zu. Aua, 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 die Dachen tun mir weh. Aua, aua. Okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt muss ich diesen verkackten Rückweg wiederfinden, Mann. Ja, 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 ja. Immer das Gleiche mit euch. Hier runter war das, richtig? Dann hier lang. Und dann hier bei den hellen Pflanzen. So, dann habe ich zumindest den Rückweg wiedergefunden. Juhu! Das war so klar. Warte, warte. Your dog meat. Kurz schnell speichern und gucken. Nein, schnell speichern will ich nicht. Ich will nur gucken, ob es funktioniert. Oh, scheiße. Come out and fight me. Mann, die ist ja viel zu weit geflogen. It's just there. Das ist ätzend, das funktioniert nicht. Die fliegen viel zu weit. Es tut mir leid, dass ich jetzt immer wieder so oft neu laden muss, aber das nervt mich gerade auch irgendwie tierisch. Ich habe ja auch keinen Bock, das immer wieder und immer wieder zu spielen, aber ich finde irgendwie gerade echt keinen Weg. Zumindest kenne ich jetzt den Weg hier fast auswendig, Mann. Okay,
okay, vielleicht warte ich auch einfach hier ein kleines bisschen, bis der endlich vorbeigelaufen ist. Und dann muss ich den Part auch schon wieder beenden, verdammte Scheiße. Okay, dann versuche ich auch einfach beim nächsten Mal weiterzukommen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier so durch die Gegend geirrt bin und nichts auf die Reihe bekommen habe. Wie gesagt, ich habe das Schwert prinzipiell schon fast gefunden, aber ich habe einfach keinen Bock jetzt, den Part schon so früh zu beenden. Deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich das Ganze noch ein kleines bisschen in die Länge ziehen möchte. Und deshalb, hier rennt irgendwo noch einer rum, richtig? Nein? Ich werde hier direkt noch ein paar dranhängen, deswegen keine Panik. Es wird direkt weitergehen. Ich muss nur ganz kurz zusehen, dass mich hier keiner findet. Okay. Pause. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch trotz aller Widersprüche gefallen hat. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer ganz wahnsinnig. Und abonnieren auf keinen Fall vergessen, ja? Unten da ist der Abonnier-Button. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Mich gibt es auch auf Facebook, da könnt ihr mir genauso folgen. Da sind immer die neuesten News und Co. zu finden. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!